Konbawa, das war Guten Abend auf Japanisch. Hi Leute, Richie hier von Eyes of the Sea und ich heiße euch willkommen zu Richie kocht. Wir haben uns jetzt schon länger überlegt, eine Videoserie zu starten und wir wussten aber noch nicht ganz genau, über welches Thema. Und dann ist Michi und mir eingefallen, hey, wir kochen total gern. Also warum nicht darüber? Deswegen die Serie Richie kocht. Heute mit meinem Spätzle Tsubasa. Wie ihr seht, er ist Japaner und deswegen kochen wir heute auch japanisch. Und heute auf dem Speiseplan ist Lachs Teriyaki. Das ist meine Lieblingsspeise aus Japan. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich es relativ gut kochen kann, weil die Japaner in meinem Freundeskreis, die haben mir schon viele Tipps gegeben und die gebe ich jetzt einfach an euch weiter. Was ihr jetzt für das tolle Rezept braucht, ist einmal natürlich den Lachs, ganz wichtig. Dann braucht ihr Reis. Als nächstes braucht ihr eine Teriyaki-Soße. Diese Teriyaki-Soße könnt ihr soweit fertig kaufen im Supermarkt. Die sind eigentlich alle relativ gut. Dann als kleines Extra, was ich immer ganz gerne mag, Zuckererbsen. Und Zitronensaft solltet ihr da haben. Das gibt dem Ganzen noch so ein bisschen einen Kick. Dann zum Anbraten, Geheimtipp. Sesamöl, also kein Olivenöl oder Rapsöl oder was auch immer. Olivenöl ist eh immer schlecht zum Braten. Auch sehr empfehlenswert am Ende sind Nori, also japanische Algen. In dem Fall sind es gesalzene, die kann man ganz gut zum Reis essen und peppen auch da nochmal auf. Und Chili-Gewürz aus Japan, das ist für die Scharfen unter uns, auch das kann ich sehr empfehlen. Fangen wir mal an zu kochen. Tipp von mir, immer den Reis zuerst kochen, weil der wird am längsten brauchen von allem. Wer sich fragt, wie viel Reis man eigentlich braucht pro Person, kann so ein kleineres Glas, ich nenne es mal Whisky-Glas, nehmen. Und so ein volles Glas ist echt eine saugute Portion Reis pro Person. Ganz wichtig bei Reis, wenn ihr den nicht fertig kauft, den müsst ihr auf jeden Fall waschen. Da ist ganz viel Stärke dran und man schmeckt einfach den Unterschied. Guter Tipp, habe ich nie gemacht. Ja. Und wenn du mal kommst, Michi, Ja. dann siehst du, das Wasser ist weiß und da ist einfach die ganze Stärke drin. Soll ich den Reis verschütten, gell? Ich will es Nee, waschen. nee. Bisschen Wasser kann drin bleiben, weil das brauchen wir jetzt sowieso. Wenn ihr ein Glas nimmt für den Reis, um abzuschätzen, wie viel ihr braucht, könnt ihr zweimal so viel Wasser, hoppala, reinschütten, wie ihr Reis reingetan habt. Also in unserem Fall haben wir jetzt 2 Gläser Reis. Da können wir insgesamt 3 Gläser bzw. 4 Gläser Wasser reintun und das direkt mal kochen. Und während der Reis jetzt kocht, können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Zuckererbsen, die ich jetzt auch kurz abwaschen würde, weil man weiß ja nicht, wo die überall waren. Was wir als nächstes machen wollen mit den Zuckererbsen, ist, wir wollen sie vorbereiten zum Kochen. Und da bräuchte ich jetzt erstmal ein Messer. Was wir machen, ist, wir schneiden die Enden weg, weil die Enden, mei, braucht einfach keiner und die Zuckererbsen sind dann auch besser durchgekocht. Es wäre ganz geil, wenn du mit vorbereiten würdest, Ja. aber der Kameramann kann natürlich nicht mitkochen. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich koche. Du hast gesagt, dass du kochst. Ich habe nur Ja, die gesagt, Serie ich heißt ja helfe nicht aus. umsonst Richie kocht, Ja, verdammt. genau. Also wer das Rezept nicht ganz auf die Reihe bekommt, gerne kommentieren. Ich helfe natürlich gerne, wenn es Fragen gibt. Allerdings denke ich, dass dieses Rezept auch für Anfänger relativ einfach ist. Ja, wir werden nochmal in die Beschreibung alles natürlich verlinken, was wir heute eingekauft haben. Und da könnt ihr dann sehen, was ihr genau alles braucht. Genau, so schaut's aus. Ich wünschte, ich könnte euch jetzt einen Fun Fact zu Zuckererbsen erzählen. Allerdings habe ich keine dazu. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich gesund sind. Allerdings schmecken die zu asiatischem Essen super. Also egal, was ihr macht, ob es jetzt ein Curry ist oder eine Nudelsuppe. Also irgendwie, man kann das alles reinschneiden bzw. nebenbei essen. Und wenn man die gut kocht, also in Wasser kochen, aber dazu kommen wir gleich,
dann kann man die wirklich auch mit einer guten Soße einfach zum Dippen hernehmen. Und wenn man denkt, hey, da muss man ein bisschen was Grünes auf dem Teller, immer die Zuckererbsen nehmen, die sind super. Also die Zuckererbsen sind soweit fertig, die müssen wir jetzt auch in Wasser kochen. Aufkochen, ganz normal. Ist auch wieder volle Power gemacht. Volle Power, bis es kocht. Geht halt schneller, ne? Gerade für uns Studenten oder viele von den Studenten, die nicht so gut kochen können. Da, mehr Power, so schaut's aus. Mehr. Sehr bedauerlich, dass wir nur einen tiefgefrorenen Lachs gefunden haben. Genau, also einfach mal auftauen lassen. Also jetzt nicht tiefgefroren in die Pfanne reinhauen, weil dann habt ihr es draußen oder außen richtig kross, aber in der Mitte ist es noch roh. Und bei gefrorenem Fisch würde ich das nicht empfehlen. Wenn ihr frischen Fisch habt, gerne die Mitte roh lassen. Das ist in Japan so ein bisschen auch nochmal so ein Geheimtipp. Wenn ihr frischen Fisch kauft, dann auf jeden Fall die Fischhaut dran lassen vom Lachs, denn die ist total gesund. Und wenn ihr die schön kross anbratet mit der Teriyaki-Soße, glaubt mir, das ist der Hammer. Leider kann ich das jetzt nicht zeigen, weil wir den gefrorenen Fisch ohne die Fischhaut haben, aber vertraut mir da, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Genau, das beim Lachs. Vollstes Vertrauen, Richie. Hi, hi Domo. genau, also beim Lachs muss man nicht sehr viel machen. Den muss man eigentlich direkt in die Pfanne hauen. Aber da warten wir noch ein bisschen, denn der Reis braucht noch bestimmt 10 Minuten. Während wir warten, kann ich euch noch dazu was erzählen. Ich hatte es in der Zutatenliste schon angemerkt, das sind Nori, also gesalzene Algen. Ich mache euch das mal auf, damit ihr seht, was es genau ist. Wer schon mal Sushi gegessen hat, wird es kennen. Das ist das, was außen am Sushi, also an den Maki-Sushi ist. Wie gesagt, diese hier sind gesalzen. Die könnte man eigentlich auch so essen. Wirklich saulecker. In unserem Fall werden die relativ barbarisch dann mit den Fingern und dem Reis gegessen. Auch das ist ein Geheimtipp. Wenn ihr zu irgendeinem Asiaten geht und nach diesen Nori-Blättern fragt, die gesalzen sind, dann findet ihr die in der Regel. Also das ist jetzt nicht sehr exklusiv. Also beim Tengelmann werdet ihr sie nicht finden. Da findet ihr nur die großen ungesalzenen für Sushi. Aber, und die sind auch nicht besonders teuer. Ich glaube, ihr zahlt 3 oder 4 Euro für so ein großes Pack. Was sehr tricky ist am Reis ist, und das ist auch vor allem durch die Stärke, obwohl wir sie abgewaschen haben, ist ja immer noch welche da, der klebt unten fest am Topf. Also wenn ihr die Zeit habt, immer gerne mal durchrühren, dann habt ihr im Nachgang also A, mehr Reis und B, weniger Aufwand zum Abwaschen. Richie! Ja? Aber sag mal, erzähl doch mal kurz, wo wir sind. Michi, wir sind bei dir zu Hause. Tatsächlich sind wir hier in Michis Küche. Im berühmten Z10. Wer schon mal hier war, wird wissen, wovon ich rede. In München ist das Ganze hier. Das ist auch gleichzeitig ein bisschen unser Eyes of Sushi Studio. Das heißt, wenn wir irgendwas indoor filmen, dann machen wir das meistens hier drin. Ja, also die Küche ist sehr geräumig, was gut für uns ist, wenn wir hier ein bisschen was filmen oder machen, wie zum Beispiel hier beim Kochen. Ja, wenn man vorbeischauen will, schreibt uns mal. Und dann gibt es die nächste Episode, Richie kocht mit Gästen. Ja, mit Gästen. Die dann tatsächlich probieren und sagen, ob das wirklich gut schmeckt. Ja, genau. Weil so glaubt es uns auch keiner. Nee, wenn ich jetzt sage, das schmeckt, das glaubt mir ja keiner. Ja. Kann ja nicht, mir kann man auch nicht glauben bei dir. Ich esse ja auch alles, ich habe ja immer Hunger eigentlich. Ein Indiz, wann der Reis fertig ist, ist, wenn das Wasser verkocht ist. Aber dazu muss man natürlich die richtige Menge Wasser reingetan haben, sonst funktioniert das ganze System nicht. Das Wasser für die Zuckererbsen ist schon fleißig im Kochen. Deswegen würde ich sagen, wir hauen jetzt mal die Zuckererbsen rein. Zack, zack. Also die Zuckererbsen brauchen nicht lang. Wir sprechen hier von maximal 5 Minuten in kochendem Wasser. Der Reis ist auch gleich fertig, deswegen direkt mal an den Lachs, damit wir alles gleichzeitig ready haben. Dazu braucht ihr eine Pfanne. Überraschung. Aber hier würde ich nicht direkt aufdrehen, weil wir wollen zwar scharf anbraten, allerdings mit dem Sesamöl, das ist, ja, muss man feinfühlig mit sein. Also würde ich hier empfehlen, mal so 7 von 9.
sagen, dieses das das Sesamöl, das riecht auch so geil. Ja. Das riecht so richtig lecker. Gerade wenn du es anbrätst, da habe ich irgendwie richtig Bock auf diese Sesam-Cracker. Also wenn du so Cracker hast und da sind so Sesam drauf, das riecht ja auch immer so richtig stark danach. Mhm. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum wir dieses Sesamöl hernehmen. Weil es gibt dem Lachs und der Teriyaki-Soße am Ende eben diese Duftnote. Und ganz ehrlich, Sesam ist total geil. Also ich wüsste nicht, wann Sesam nicht passt. Ja, die Japaner haben sogar Sesam-Eis als Nachspeise. Okay. Ich bin hier ehrlich, der Reis ist mir ein bisschen angebrannt. Also wenn euch das passiert, ist das ganz normal. Ich merk's. Ja. Aber es ist mehr Sesam, was du gerade riechst. Achso. Nee, Schmarrn. So. In der Pfanne, wie gesagt, schön scharf anbraten, weil wir wollen den natürlich am Ende so richtig schön kross haben außen und richtig schön samt innen. Außerdem, wenn ihr die Teriyaki-Soße danach noch in die Pfanne tut, dann weicht er so ganz leicht auf. Deswegen ist es ganz geil, wenn dann die Außenschicht von dem Lachs kross ist. Es empfiehlt sich auch immer so eine Probe zu nehmen vom Reis. Mhm. Schwein. Na klar. Um zu prüfen, ob der wirklich durch ist. Noch eine Info, die ich vergessen habe zum Reis ist, wir haben jetzt keinen Basmati-Reis hergenommen. Wir haben so einen japanischen Klebereis genommen, den ihr sonst aus dem Sushi auch kennt. Wenn ihr den im Supermarkt kauft, dann heißt der in der Regel Milchreis. Also gerne so ein Milchreis kaufen, das ist genau der Reis. Nur der wird halt so ein bisschen pappig und es ist super. So, der Lachs ist soweit fertig. Ich würde jetzt noch ein bisschen das überschüssige Öl loswerden. Ganz vorsichtig. So, ein bisschen Öl darf schon noch drin bleiben. So. Und was wir jetzt machen werden, da ist es wichtig, wirklich auf niedriger Temperatur zu sein. Wir werden jetzt die Teriyaki-Soße dazugeben. Ich bin auch relativ glücklich darüber, dass ich das essen darf. Dann. Ja, freust du dich dann? Ja, ein bisschen schon. Hau auf. So gerne einen guten Schuss Teriyaki-Soße reingeben. Heißt ja auch Teriyaki-Lachs, oder? Genau, Lachs, also wenn man es genau nimmt, ist Lachs-Teriyaki. Okay. Oder auf Japanisch? Shake-Teriyaki. Shake-Teriyaki. Ja. Ich kann auch so ein bisschen Japanisch. Ja. Das ist ganz witzig eigentlich zu wissen, dass ich war ja jetzt gerade erst in Tokio, das könnt ihr auch auf unserem auf dem Kanal sehen. Da habe ich ein paar Videos schon hochgeladen. Und Richis Bruder, der lebt in Tokio, ne? Genau. Ich grüße dich, Xavi. Mein Bruder ist schon seit längerem, lebt und arbeitet da und gibt mir natürlich immer die heißesten Infos aus Japan. Das ist ja richtig verraucht hier, ey. Ich mach mal hier das Fenster auf. Ach, wahrscheinlich denken die Nachbarn nachher, es brennt hier irgendwo. So, wir lassen jetzt den Lachs ein bisschen in der Teriyaki-Soße köcheln auf mittlerer Temperatur. Ja, es muss halt ein bisschen köcheln. In der Zwischenzeit können wir uns um die Zuckererbsen kümmern. Und zwar einfach mal vom Wasser befreien. So schauen die Zuckererbsen am Ende aus. Eigentlich genau wie am Anfang, nur durchgekocht. Ihr wisst, wann die Teriyaki-Soße fertig ist mit Köcheln, wenn sie so ein bisschen cremig geworden ist, sage ich mal. Also, weil da ist der Zucker drin und dieser Zucker karamellisiert und dadurch wird die so ein bisschen dickflüssig. Ja. Wenn ihr so schwenkt, seht ihr,
Die Soße ist nicht mehr ganz so flüssig, wie sie am Anfang war. So, Michi, ich würde sagen, wir sind bereit zum Auftischen, oder? Echt? Also, Teller findest du da unten. Ach, das muss ich auch noch machen. Hallo? Ein guter Koch, der packt das auch auf den Teller. Hast du schon mal einen Sternekoch gesehen, der nicht die gute Kreation selbst auf den Teller packt? Weißt du was, Michi? Ich gebe dir völlig recht. Ja. Also, ich habe echt keinen Bock, mit so einem Anfänger hier zu arbeiten. Das Auge isst ja bekanntlich mit. Genau. Deswegen werde ich jetzt den Teller zubereiten. Aber ich möchte nicht zeigen, wie ich das mache, sondern ihr werdet das Endprodukt sehen. Also ein Trick, um Reis richtig schön auf den Teller zu bringen, ist einfach eine Schüssel zu nehmen, den Reis reinzutun und dann umzustülpen. Also das ist jetzt doch noch ein Trick, Werner. Ja, noch ein Trick, ey. Du bist echt nur am Trick jetzt. Ja. Ich bin schon mal so frei und deck mal den Tisch, ne? Ja, gönn dir. Nicht zu viel, weil zu viel scharf ist schlecht. Also für dich nicht, du liebst ja scharf. Ja. Und eben für diesen frischen Kick nochmal ein bisschen Zitronensaft. Also ich habe immer den guten, der wirklich aus Zitronen gemacht ist. Okay. Weil der andere ist aus Bakterien-Pipi oder so gemacht. Also wirklich nicht Zitronat kaufen, immer so richtige Zitrone. Und dann würde ich sagen, guten Appetit, oder? Ja, guten Appetit. Und wie sagt man auf Japanisch? Michi, du musst es wissen, du warst es gerade da. Itadakimasu! Itadakimasu! Genau, auch mit der Betonung. Also, guten Appetit. So, wir haben jetzt fleißig aufgegessen. Es ist kein Reiskorn übrig. Wir sind auch fertig hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das Rezept vor allem. Also gerne nachkochen, wenn das der Fall ist. Thumbs up, kommentieren, was euch noch gefehlt hat oder was euch besonders gut gefallen hat. Und nicht vergessen zu abonnieren. Wir sehen uns. Servus.